Würdest du sagen, dass das Idealbild von Schule die Waldorfschule ist? Ja, ich denke schon. Wir wollen schauen, was ist Schule jetzt? Wir wollen es bisschen in Kontrast bringen und schauen, was stimmt da und wo kann man da noch was verändern. Ich war vorher auch in der Staatsschule, habe mich damit auseinandergesetzt und dann auch mit der Waldorfschule und kann sagen, insgesamt ist dieses Konzept, was die Waldorfschule einem mir als Schüler anbietet, besser, viel strukturierter. Dass nicht alles auf einmal da in einen reingepresst wird, sondern dass es so nach und nach. Und ich mag das Waldorf-Konzept, weil das ein bisschen mehr so auf die Persönlichkeiten eingeht. Also ich finde die Atmosphäre schöner und offener, lockerer. Da kann man einfach eine Vertrauensebene schaffen. Die Lehrer setzen sich für jemanden ein. Ich habe auch das Gefühl, dass die Waldorf-Lehrer von sich aus viel mehr machen. Sie haben einfach viel mehr Lust auf Aktionen. Die Utopie lebt davon, dass es sie nicht gibt. Was unterscheidet sie vom Ideal? Ich kann ja ein Ideal haben. Ich kann mir wünschen, dass ich wahnsinnig sportlich bin. Ich kann mir Brad Pitt raussuchen und kann sagen, idealer Waschbrettbauch. Darauf arbeite ich hin. Das ist ein Ideal, vielleicht jetzt kein besonders originelles. Und das Faszinierende an dieser Insel Utopia, an diesem Staat ist, es ist alles streng logisch. Alles, was in dieser Gesellschaft geschieht, jeder Aufbau, ist ausschließlich durch Vernunft geprägt. Es gibt also eine ganz klare Aufteilung, wie Städte auszusehen haben. Man hat sich die vernünftigste Bauart einer Stadt überlegt. Und so sehen alle Städte aus. Aber kann eine Utopie nicht auch sein, eine eigene Vorstellung und nach dem Prinzip lebe ich, den sich andere dann vielleicht anschließen können, wenn sie wollen, müssen sie aber nicht und ich lebe nach diesem Idealbild? Du zum Beispiel Religion? Deswegen die einsame Insel. Was an Schule steht vollkommen im Gegensatz zu dem, wie es sein sollte? Also bei unserer Schule ist es so, dass ganz viele Sachen geplant werden, aber dann werden sie doch nicht umgesetzt. Und es ist wirklich schade, weil man sich wirklich richtig Mühe gibt, die Sachen zu planen. Das sind in vielen Stellen Abspracheprobleme. Wir haben so viele Stundenausfälle, weil es einfach keine Lehrer gibt, die dann einspringen können. Und auch Lehrer, die, naja, sehr viel anderes noch machen wollen, außer dem, was ihr Fach eigentlich sagt im Unterricht. Also, dass jetzt zum Beispiel unser Englischlehrer mit uns immer singt. Immer. Wenn wir eine Arbeit schreiben, vor der Arbeit wird gesungen. Und das, finde ich, gehört da nicht hin. Ein Lehrer sollte freundlich sein, Spaß an seinem Unterrichtsfach haben. Weil die Motivation wird auch auf den einzelnen Schüler übertragen. Das Wissen, das ist interessant. Und sich dann freiwillig damit auch irgendwie beschäftigen. Es lebendig rüberbringen können, nicht nur theoretisch. Auf die Schüler eingehen. Sich auch individuell in jeden einzelnen Schüler reinversetzen können. Das finde ich am wichtigsten bei der Waldorfschule. Aber auch konsequent natürlich. Wenn es nötig ist, muss man dann halt auch mal die Handbremse so richtig anziehen. Humor ist, finde ich, ganz wichtig. Also sollte jeder Lehrer echt haben. Und er sollte gut erklären können, weil wir hatten ganz lange einen Klassenlehrer, der einfach nicht erklären konnte und keiner hat irgendwas verstanden. Wenn ein Schüler einen Vorschlag hat, wie es besser gehen könnte, den auch mal aufgreifen. Die Schule sollte sich zu 100% an den Schüler anpassen. Ich glaube, es würde viel mehr Freude machen in der Klasse, wenn so die Klassenbetreuer darauf achten, dass es eine Klassengemeinschaft ist. Die Schule muss den Schüler überzeugen, aus freiem Wille zu kommen. An moralischen Werten unbedingt vermitteln, dass Zusammenhalt wichtig ist und dass man jeden so akzeptieren sollte, wie er ist. Sie muss die individuellen Stärken und Schwächen fördern. Je tiefer sie eine Rolle sich eingesetzt hat, je tiefer sie eine Rolle sich besetzt hat, desto freier wurde sie. Denn früher war ich immer schrecklich nervös, habe am ganzen Körper gezittert oder ähnliches, wenn ich etwas alleine vortragen müsste. Und das ist nun völlig abhanden gekommen. Und dann habe ich ein Gespräch mit ihr gehabt, so wie gesagt, was ich gar nicht wüsste, dass vor der ersten Probe sie hat total Panikattacken gehabt, total Angst gehabt, den Mund aufzumachen, dann in Englisch, in Probe. Das gibt sie jetzt eigentlich nur ganz offen zu, jetzt Monate später, wenn wir kurz vor der Aufführung sind. Die Zuschauer waren völlig verblüfft. Die Eltern haben mir nachher geschrieben, die haben ihre Tochter nicht erkannt, wie sie auf der Bühne war. Sie hat total Angst, dass sie ausgelacht wird von Mitschülern, was sie einmal in der 6. Klasse total ausgelacht war. Jetzt steht sie auf der Bühne mit dieser riesigen Hauptprobe, auf Englisch, schwächste Farbe und spielt hervorragend.
Ich glaube, dass es auch vor allem die Angst ist, was Neues auszuprobieren, wo man einfach nicht weiß, ob man erfolgt oder nicht. Ich habe die Vermutung, dass in die Möglichkeit, in einen anderen Mensch wie Anne Frank so einzutauchen, es hat etwas in ihr so befreit, dass sie dann diese Freiheitsimpulse als Anne erlebte, gleichzeitig etwas von ihr rauskam. Mit meiner Klasse habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht, dass unsere Klasse einen relativ guten Zusammenhalt hat und eine gute Klassengemeinschaft hat. Ich bin von der Staatsschule in einer ziemlich schwierigen Situation zum Beispiel auf eine Waldorfschule gekommen und meine Klasse hat mir sozusagen geholfen, über diese Zeit hinwegzusehen. Und auch bei den Klassenspielen, da wird es so ein schönes Team. Diese Klassengemeinschaft von 37 Menschen zum Beispiel, was auch an der Startschule gar nicht möglich ist. Funktioniert das denn in so einer großen Gruppe? Ja, es ist teilweise sogar viel leiser, wenn alle zusammen sind, als auf einer Startschule, hatte ich das Gefühl, mit vielleicht 20 Leuten in der Klasse. Wie soll denn Schule sein? Also ich finde, Schule sollte Spaß machen. Indem man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Also bei uns war jetzt vor kurzem ein Zeitzeuge aus dem Krieg und das hat uns halt alle total bewegt. Und das war, ich finde, das ist was anderes, wenn jemand sowas erzählt, der das erlebt hat, weil die Schüler einfach nicht so viel Interesse an dem Lernstoff haben. Könnte man daran was ändern? Also der Lernstoff an sich ist ja der Lernstoff, der muss ja so durchgenommen werden, aber muss vielleicht... Das? Also ich denke, es ist ein Großteil auf jeden Fall schon. Bei Frontalunterricht, der total umstritten ist, Schüler, die kommen damit super klar und andere können das überhaupt nicht. Das ist auch immer eine Sache, was für ein Lerntyp man ist. Gruppenarbeit. Ja. Dass man Gruppenarbeitsthemen hat und damit umgeht, dass man sich das sozusagen selbst erarbeitet, wenn man eine Frage hat, die dann geklärt wird, aber und man halt mit Materialien viel mehr arbeitet, als dass einer vorne steht und erzählt und erzählt, erzählt. Ich erinnere mich von einem halben Jahr. Da haben wir keine Epoche gemacht, sondern in kleinen Gruppen uns auf ein Bio-Referat vorbereitet. Und ich muss sagen, ich habe das dreifach gelernt, was in einer normalen Bio-Epoche. Ich finde, das ist wichtig zum Lernen, das Klassenklima, weil wenn man sich mit jemandem streitet oder mit der Klasse nicht gut zurechtkommt, kann man sich nicht gut konzentrieren und dementsprechend auch nicht gut lernen. Wenn man sich unwohl fühlt, dann verschließt man sich und auch vor allem, also auch vor dem Stoff. Inwieweit können die Lehrer da eingreifen? Die Lehrer können gerade durch irgendwelche, sag ich mal, Teamspiele oder durch Theaterfahrt oder durch Theater lernt man viel, die andere lernt man die Klasse kennen und hält zusammen. Und an AGs und Projekten, da bin ich ein ganz großer Fan davon. Die freiwillig sind und die jede Woche ändern, ihr Thema ändern. Also, dass man quasi, in der einen Woche macht man Malen. Ich zum Beispiel, ich kann gar nicht mal, sag ich. Weiß ja auch nicht, ob es wirklich so ist, wenn ich mich dahinter schneiden würde. Und dass man dann in der nächsten Woche was anderes macht und so immer wechselt. Von diesen AGs, wo es zum Austesten ist, sagen wir, sind 3 oder 4 Besuche Pflicht oder so. Und danach kann man sich überlegen, will ich es weitermachen, will ich es noch weiter ausprobieren, habe ich vielleicht schon was gefunden, was ich machen will. Wer muss denn auf wen zugeben, damit etwas verbessert werden kann? Die Schule dient ja vor allem dem Schüler. Und deswegen denke ich, dass es von den Schülern kommen muss. Es muss von Lehrerseite eine Anfrage geben, gibt es Interesse an was? Weil Schüler haben oft Angst zu fragen und das dann sofort abgeblockt wird. Was ist wichtiger, das Lernen oder die Note? Die Note, weil die Note beinhaltet ja eigentlich das, was du gelernt hast. Ich finde, was wichtiger ist, ist das Lernen, weil die Note ja gar nicht sozusagen entscheiden kann, wie gut man wirklich ist. Es kommt darauf an, für den Beruf ist auf jeden Fall wichtiger die Note. Dass ein Betrieb sich durchlesen wird, was ein Lehrer über 3 Seiten über mich schreibt, glaube ich kaum, wenn man am Tag wieder Vorstellungsgespräche führt. Beim Abitur zählt ja der eine Tag, wo man dann die Prüfung schreibt und der dann auch die Note ausmacht. Was hältst du davon? Ich finde das nicht gut. Ich finde, dass man nicht an einer Prüfung, wenn man 13 Jahre darauf hingearbeitet hat, das dann an einer Prüfung bemessen kann. Alles kann man ja auch erlernen. Also für eine Abi-Prüfung kann man das ja dann lernen, oder? Nein, ich habe nicht alles gelernt. So zum Beispiel eine Arbeit auf einem Blackout, das zieht dann die komplette Note runter. Das sind ja Lebenserfahrungen, die man zum Beispiel auch gemacht hat, die dann nicht abgefragt werden. Und wenn man es formal sieht, ist es auch okay, aber wenn man es menschlich sieht, finde ich es nicht okay. Das ist ja auch das, was wir mit der Utopie Schule wollen. In dem Moment, wo wir anfangen, diese Utopie zu leben oder diese Idee zu leben von einem anderen Lernprozess, in dem Moment haben wir eine Wirkung nach außen. Natürlich, wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft,
die Platz bietet für Freidenker. Aber vorwiegend auch deswegen, weil es so viele Menschen gibt, die einfach nur Sturm und Strom schwimmen und fast nichts in der Birne haben und einfach nur produktiv sind und dann sie auf einmal irgendwann dafür interessieren, hey, da gibt es ja Freidenker, die machen alles anders. Und dann denen wieder irgendwie was zukommen lassen von dem, was sie selber erarbeitet haben. In der Schule verbringt man sehr viel Zeit und das ist ja auch ein großes soziales Umfeld, wo man den Hauptkern der Freunde hat. Und ich weiß, alles, was ich da lerne, brauche ich im Leben später. Und auch wenn ich es in meinem Job nicht gebrauchen kann, ist es trotzdem wertvoll, das erlebt zu haben. Also der Staat sollte so viel wie möglich von den Kosten der Waldorfschule übernehmen. Ich finde, er sollte so viel übernehmen, dass die Schule nicht jeden Cent doppelt umdrehen muss. In der Verfassung steht auch, dass der Staat alle Schulen, egal ob Privatschulen oder staatliche Schulen, unterstützen muss. Aber wenn der Staat alles bezahlen würde oder noch mehr, dann will er noch mehr Einfluss und noch mehr bestimmen, wie das laufen sollte. Weil eine Waldorfschule will ja nicht unbedingt so laufen, wie der Rest läuft. Jetzt weiß ich nicht, ob dann die Leute, die die Schule leiten oder die dafür verantwortlich sind, dann nicht eingreifen würden. Wenn der Staat alle Kosten übernehmen würde, wäre es ja keine freie Waldorfschule, also keine Privatschule mehr. Bei uns ist es jetzt so, die Schule muss echt aufpassen. Und das ist schade. Weil man als Elternteil sicher gerne entscheiden will, ob man sein Kind jetzt dahin schickt oder nicht. Weil ich meine, an unserer Schule, da zahlt jedes Elternteil so viel, wie es kann. Und das gleicht sich dann wieder aus. Das ist sicher so, aber es gibt ja auch wirklich Häuser, wo sehr wenig ist und die sich dann nicht trauen, einfach dahin zu gehen und zu sagen, wir haben kein Geld. Alle sollte so viel bezahlen, wie sie es wollen, also wie geht, damit sich das alle leisten können. Das finde ich, sieht man zum Beispiel an dem G8, was ja jetzt bei uns ist, an Staatsschulen. Da die Staatsschulen haben alle jetzt nur noch im Gymnasium 8R. Die sind nach der 12. Klasse sind die fertig mit dem Schulleben. Die Waldorfschule hat eine Sonderregelung bekommen. Ich bezweifle, dass sie so eine Sonderregelung bekommen, wenn der Staat 95% bezahlt. Also dass es möglich wäre, die Schulen nacheinander zu ändern. Und ich glaube, das ist nicht möglich. Weil im Moment haben wir ein System, was auf alle Schulen draufgedrückt wird. Also diese Notenzeugnisse sind halt ein Teil davon. Und man kann nicht einfach eine Schule rausnehmen und sagen, wir machen das aber komplett anders. Weil dann ist man aus dem System und dann wird man nicht eingestellt. Also dann hat man keinen Abschluss. Und dann müsste man wirklich das System von oben ändern. Also das Idealbild von Schulen ist in meiner Meinung nach nicht die Waldorfschule. Die ist auf einem guten Weg, weil sie sehr viel selbstständig fordert vom Schüler und auch andere Fächer bewusst im Vordergrund stellt oder gleichstellt. Aber es gibt einfach Leute, für die das überhaupt nichts ist. Nee, das kann ich nicht unbedingt sagen, weil es ein offenes Lehrer-Schüler-Verhältnis gibt. Und die Lehrer, recht offen zu den Schülern sind und oft auch auf sie zugehen und auf die Langsameren warten. Ich kenne genug Leute, denen die Waldorfschule absolut nicht gefallen hat. Nein, komplett gar nicht. Also nicht von der Waldorfschule, nicht Leute, die auf einer Waldorfschule waren, könnten wieder zur Staatsschule gehen. Durchaus war ich mal an einer Staatsschule, also ich habe da hospitiert, habe mir das angeguckt, weil ich überlegt habe zu wechseln. Der Schüler ist da, er wird unterrichtet und dann ist es gut. Dieses Sozialpädagogische, das ist in den staatlichen Schulen, so habe ich das erlebt, gar nicht so drin. Und es wird auch nicht so auf den Schüler eingegangen. Also es ist für euch alle auf dem richtigen Weg, ja? Wenn die Menschen ohne Druck freiwillig gerne lernen und Interesse haben, ist Waldorfschule auf einem guten Weg. So finde ich, dass der Staat viel mehr reinstecken sollte, weil dieses System ist unglaublich wertvoll und ich finde, das muss gefördert werden.